Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Anno 2205. Wir gehen in die Arktik auf die Arkia-Schollen und betreiben dort unseren Ausbau erstmal weiter, denn wir brauchen von dort Rohstoffe, die wir brauchen hier unten für unser Walbrook-Becken. Es ist die Klimastabilisatorentechnologie der Arctic Custodians, die hier die Temperaturen unter Null hält. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinie halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Nicht gerade ein herzliches Willkommen, aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau, daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Ja, und wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir hierher fahren, um hier anzulegen. Gucken wir gerade mal, was wir haben. 1, 2, 3, 4... 5 Seeplätze und 2 Minenplätze. Hier einen und da einen. Ist mir ein bisschen wenig. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Hier hatten wir nämlich auch die Möglichkeit anzulegen. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze für auf Wasser zuzugreifen. Und ein Platz, zwei Plätze, drei Plätze für Bergwerke. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ach, komm doch mal vorbei, ja? Bitte. So, dann haben wir hier den Jorgensen. Und was können wir hier bauen? Das sieht kurios aus. Ist das das Megaprojekt von hier? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was ist das hier? Gute Systeme sind die halbe Miete. Gut. Habe ich noch nicht erkannt, was das ist. Wir müssen ja erstmal überhaupt eine Anlegestelle finden. So, hier haben wir die Möglichkeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Acht Wasserplätze haben wir hier und wir haben ein Bergwerk, zwei Bergwerke, drei Bergwerke, vier Bergwerke. Wir haben auch eigentlich auch unheimlich viel Platz hier oben. Ich glaube, das ist auch ein guter Platz. Ich glaube, das machen wir auch. Wir fahren hierher. Ja, könnten wir auch noch anlegen. Also wir haben hier unheimlich viele Inseln, ihr seht das schon. 1, 2, wie viele Bergwerke haben wir hier? 3. Ja. 3. Also, das hier sieht mit am vielversprechendsten aus. Wir sind angekommen, wir können das Ganze beanspruchen. Kostet uns. Entschuldigung, das war meine Stimme. 4 Aufnahmen am Tag. Bin ich nicht mehr gewohnt. Da gibt die Stimme schon mal leicht auf. 50.000 kostet das, 25 Metallschaum. Mit dem Erwerb dieser Insel haben sie auch die Schürfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. So, das Problem ist, das müssen wir erstmal bezahlen. Aber beim Aufbau ihrer Infrastruktur sollten sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Oh, in der Tat. Die Heizrichtlinien sind eine enorme Herausforderung. Warum sind die Heizrichtlinien eine enorme Herausforderung? Weil unsere Heizrichtlinien so sind, dass wir Gebäude nur unter einem gewissen Wärmekuppeldingens bauen können. Also ich zeige euch das Ganze mal. Moment. Wir klicken hier mal drauf, dann seht ihr so einen Kreis. In diesem Kreis gibt es Wärme. Und nur in dieser Wärme kann ich Häuser bauen. Hier ist unzureichender Zugang zur Wärmequelle. Das heißt, wir kriegen hier noch so ein bisschen die Aufgabe... ja, das habe ich jetzt schlecht gemacht. Die Aufgabe des Platzmanagements, das heißt, wir müssen unsere 10 Polarwohnungen so bauen. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden.
Wir müssen unsere Polarzonen im Prinzip so nutzen, dass wir unseren Wohnraum so bauen, dass das alles hier nicht nur an der Straße liegt, sondern auch in dem entsprechenden Wärmebereich. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen hier. Ich mache das einfach mal so. Genau wie hier. Wobei, hier können wir es eigentlich sogar fertigstellen. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen, innerhalb vernünftiger Grenzen. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsflotte. So, wir haben genug Zonen gebaut, allerdings weiß ich nicht, ob wir auch 50 Bürger zusammenkriegen. Wir haben das Problem, dass wir zum Bauen diesen Metallschaum brauchen. Und das habe ich jetzt gigantisch gemacht, weil wir haben natürlich nichts. Wir können das nicht fördern zurzeit. So, deshalb bauen wir mal ein Aluminiumwerk hier hin. Das bietet auch wieder eine gewisse Wärmequelle. Ich weiß gar nicht, ob man eine Heizung bauen kann. Ich glaube nicht. Aber wir können hier in die Mitte so ein, so ein Werk bauen. Aber wir könnten das auch hier ranbauen. Dann können wir oben noch eine Siedlung bauen. Macht aber keinen Sinn. Den meisten Vorteil hätten wir, wenn wir das sozusagen hier so ein bisschen verbinden. So, und jetzt produzieren wir nämlich hier diesen Metallschaum, und zwar 3 Stück, die uns jetzt pro Tick da zufließen. Wir können hier nochmal auf die Übersicht gucken, also wir machen 3 Aluminium plus, wir machen 3 Metallschaum plus, wir machen momentan aber Konservennahrung minus. Das heißt, auch da sollten wir uns mal drum kümmern, dass wir irgendwie hier den Fischfang ans Laufen bringen, um unsere Leute zu versorgen. Ne? Also ich meine, wir haben ja Hunger. Bin ich nur gerade am gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Geheime Militärinformationen. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. So, das knallen wir mal dahin. Da müssen wir das natürlich anschließen. Das Anschließen ist übrigens auch noch so eine Sache, wo ich mir Gedanken machen muss. Ich habe ja die ganze Zeit immer diese U's gebaut. Nee, geht nicht. Ja, das war mir fast klar. So, dann führen wir von hier oben eine Straße ab. Das geht nämlich. Und führen die hierher. Dann ist das angeschlossen. Ja, ich habe ja bisher immer diese U's gebaut, weil ich persönlich ja dachte, wenn ich diese U's baue, dann habe ich von allen Seiten die Möglichkeit, Straßen anzuschließen. Ist Blödsinn, weil wir können dieses Gebäude aufwerten. Zum Beispiel mit etwas Arbeitskraftwartung. Was auch immer das genau bedeuten soll, 20% runter. Oder Logistikwartung, 20% runter. Oder Energie. Also das heißt, wir können Energiesparmodule anbauen. Und jetzt kommt der Witz, die kann ich nämlich nur hier direkt anschließen. Wenn ich die nicht direkt anschließe, kann ich die nicht bauen. Und mit einem U hier drumherum habe ich überhaupt keinen Bauplatz mehr. Das heißt, wir müssen an den anderen, die ich gebaut habe, die ich auch so U-förmig gebaut habe wie hier, wo man überall anschließen kann, müssen wir es wieder abreißen. Das ist blöd, aber es ist so. So, wir produzieren momentan Fisch. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, dass wir Fisch produzieren. Aber wir brauchen auch noch ein Werk, was dann diesen Fisch produziert. Also diese Konservennahrung produziert. Und was uns da auch auffällt, ist, dass uns jetzt Transport fehlt. Das heißt, wir müssen jetzt eine Transportfirma gründen. Und ich bin mir da noch nicht so 100% sicher. Irgendjemand hat mir geschrieben, ich soll das möglichst nah an die Stellen bauen, wo dann auch produziert wird, also an die Produktionsstätten. Ich glaube, das spielt nicht wirklich eine Rolle hier in Anno 2205. Ich glaube, ich könnte es auch hierher bauen, auch wenn das, naja gut, hier hinten wird dann die Straße blau, also es scheint wohl doch irgendwie was damit zu tun zu haben, wo genau ich es hinbaue. Aber wir können es aktuell sowieso nicht bauen. Wir haben nicht genug Geld und wir haben nicht genug von
diesem Rohstoff. Wir machen sogar miese, was das Geld angeht. Und das ist für mich genau der richtige Grund, um hier mal rauszuspringen. Hier unten die Karte wieder zu laden. Es braucht aber lang heute. Kommt nicht so ganz klar mit dem, was ich hier gerade tue, glaube ich, mit der Aufnahme und so weiter. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Ja. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Kundenanalysen zeigen, was, wo ist denn hier ein roter Punkt? Bin gerade hier am gucken, was dieser rote Punkt auf der Karte bedeutet. Ist das die Brücke? Kann eigentlich nicht die Brücke sein. Ja, also wir haben hier noch dieses Sektorenprojekt. Das können wir natürlich auch annehmen. Wenn Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Ja, immer. So, das heißt, das ist das Sektorenprojekt, da können wir dann auch noch dran arbeiten, dass wir hier die Staudämme wieder aktiv kriegen und damit entsprechend wieder Gewinne machen. Allerdings ist eins der besten Möglichkeiten, Geld zu verdienen, indem man einfach vorhandene Städte ausbaut und dann hierüber Steuereinnahmen generiert. Denn damit, oder das hängt ja auch hier dran, das heißt, wenn du mehrere Siedlungen hast, dann kannst du in diesen mehreren Siedlungen natürlich auch entsprechend Geld verdienen. Und deshalb kann man nicht sagen, ich habe ja hier alles. Ah, super. Und genau dafür klicke ich mich um ein Feld. Ich wollte es gerade aufziehen, ne? Weil hat man mir ja beigebracht. Ich brauche ja nur hier rüber zu gehen, dann kann ich das aufziehen. Ich habe mich schon wieder verklickt. Jedes Mal in dem Abschlussklick verschiebt es sich irgendwie noch mal so ein bisschen. So, jetzt haben wir es aber. Nee, das will ich eigentlich nicht. So, dann bauen wir hier noch eine Straße durch. Dann hoffe ich, dass wir über die Einnahmen, die wir dann hier machen, entsprechend hier oben wieder ins Plus kommen, dass wir wieder anfangen, Geld zu verdienen. Schon kurios, ne? Angestellte verdienen uns Geld. Die kosten uns nichts, die verdienen uns. Das finde ich ein bisschen... Und das kann... Man kann doch nicht mal einen Steuersatz regeln. So, Kontolimits sind übrigens 500.000. Mehr können wir nicht auf dem Konto haben. Ist aber momentan nicht unser Problem. Wir haben eher ein Problem, dass wir zu wenig Geld haben. So, ich würde sagen, hier unten können wir auch nochmal ein bisschen ausbauen. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie am besten. Ich glaube, das hier wäre gar nicht mal so verkehrt. Nee, das ist verkehrt. Tut mir leid, ich bin nur etwas nervös. Ja, genug Phantom. Wie mache ich es am geschicktesten? Ich will mir auch nicht die Möglichkeit nehmen, da Upgrades anzubauen. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich Wohngebiete hinsetze. Hat er da jetzt Straße gebaut oder nicht? Ich habe irgendwie den Eindruck, nicht. Ja, ich weiß auch warum.
weil wir kein Geld mehr haben. Super. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich krieg da nicht mal die Straße hier hingebaut. Ja, wir brauchen mindestens 400 Dollar. Oder 400 Credits. Also jetzt kommen wir gerade in eine Phase, die hatte ich auch im privaten Spiel, muss ich offen dazu sagen, wo ich dann plötzlich so ein bisschen Geldprobleme hatte, wo auf einmal gar nichts mehr voranging, wo der Ausbau wirklich extrem gestockt hat. Aber ich habe die Kurve wieder bekommen. Also ich habe durch Ausbau von Wohngebieten relativ schnell einen Haufen Kohle gemacht. So, uns fehlen immer noch 100. Und wir warten. Wir haben leider nichts, wo man die Zeit ein bisschen beschleunigen kann. Ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Vielleicht kann man es auch irgendwo mit Plus oder mit Minus, aber wir müssen, glaube ich, einfach warten. Man braucht hier ein bisschen Geduld. Und im Zweifelsfall hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, komm, wir machen irgendeine Mission. Was hat der denn zum Beispiel vor? Nein, 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 da kriegen wir kein Geld. Eigentlich bin ich niemand, der zum Streik aufruft. Aber wenn dieses Problem... Hier kriegen wir auch kein Geld. Ja, das ist schon ein bisschen problematisch, ja. Wenn du nie Geld kriegst. Gut, wir können die Energie hier hochpushen, indem wir anfangen, hier drüben irgendwelche Missionen zu erfüllen. Wir schicken mal unser Schiffchen-Bootchen darüber. Das ist jetzt blöd irgendwie. Sind unterwegs. Wieso will der nicht da reinfahren? So, der ist auf dem Weg. Und in der Zeit können wir ein bisschen Geld sparen. Wir haben es zumindest wieder geschafft, ins Plus zu kommen. Was wir auch mal gucken können, haben wir momentan irgendwelche Transferrouten laufen? Nee, haben wir auch nicht laufen. Alter, wo geben wir denn das ganze Geld aus, wenn wir noch keine Transferrouten am Laufen haben, nur nix? Kann es eigentlich nicht sein, dass wir so viel Kohle vernichten? So, wir springen mal hier rein. Das gilt nämlich immer global, das ist das Schöne daran. Dass es uns nicht wirklich juckt. So, wir haben hier mittlerweile ein Personalproblem. Das ließe sich regeln, indem wir hier noch ein paar Häuschen da drin bauen. Wir haben ja, ich sag mal, genügend. Warnung. Einstellen weiterer Arbeitskräfte empfohlen. Ja, machen wir ja gerade. Achtung. Unterversorgung. Es kommt nur irgendwie keiner zum Arbeiten. Wahrscheinlich nichts am Unterverbrauch, den wir haben. Es ist ein bisschen schwierig, wie gesagt, auszubauen, wenn man kein Geld hat. Wir haben hier oben massiven Personalmangel. Ja, was hier oben fehlt, ist natürlich erstmal Fisch, Konserven. Wenn wir die hätten, dann hätten wir zumindest schon mal wachsende Arbeitskräfte. Ich glaube, wir haben hier gar keine Arbeiter mehr in der Stadt. Kann das sein? Dass die alle abgewandert sind, dass uns deshalb Arbeitnehmer fehlen hier oben. Und das liegt vermutlich an der mangelnden Logistik, weil da kommt kein Fisch bei rum, also kommen keine Konserven bei rum, also kommt kein Essen dabei rum und ohne Essen gibt es halt keine Arbeiter. Das ist durchaus ein Problem. Was wir natürlich noch machen könnten... Hey, danke, dass du vorbeikommst. Wir können auf den hier zugreifen. Wie war denn das? Ach genau, hier neben konnte ich umstellen. Wir werden für Sie hier alles im Auge behalten.
So, jetzt kommen nämlich auch wieder Arbeitskräfte zurück. Weil wir jetzt ein paar Fische und ein paar Konserven haben. Das ist und so dann fangen cool. Die auch wieder an, Geld zu verdienen. Was, verkauft was und lernt neue Leute kennen. Das Leben ist hart, Mann. Echt hart. Das ist, also man muss hier schon so ein bisschen geschickter vorgehen, wie ich das momentan mache. Also wir haben momentan hier sogar einen Personalüberschuss. Wir fangen an, Geld zu verdienen, indem wir Steuern einnehmen. Historisch gesehen basieren kultureller Austausch, neue Perspektiven und frische Ideen alle auf dem Handel, nicht wahr? Okay, was ich ein bisschen schade finde. Vor allem um unbemannte Schiffe, aber manchmal auch um Menschen wie dich. Was labert er denn die ganze Zeit? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass wir irgendwie nicht sehen, was wir im Lager haben. Oh doch, wir sehen hier, was wir im Lager haben. Das ist ja interessant. Wir haben noch 7 Konserven im Lager und verbrauchen 3. Wenn die Menschen lockerer wären und miteinander reden würden. Was quatscht der mir denn jetzt hier in Ohr? Du weißt, wie man handelt. Du bist nicht mehr im Plan. Ja, ich bin nicht mehr im Plan. Okay. Also wichtig ist, man sieht hier scheinbar doch einen Lagerbestand. Da haben wir jetzt noch 15 auf Lager und so lang läuft zumindest hier der Laden. Wir brauchen ganz dringend, brauchen wir 5000 Credits, um eben, ja, ein Transportzentrum zu bauen. Dann können wir unseren Fisch selbst produzieren, dann haben wir da oben keine Probleme mehr. Ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen falsch eingeschätzt. Ein bisschen Bockmist gebaut, ein bisschen viel Kohle rausgehauen. Und das hat uns jetzt ein paar Probleme gebracht. Deshalb wird das ein richtig zäher Part, weil ich an der Disziplin scheitere, die eigentlich meine beste Disziplin ist. Geld. Ich habe es irgendwie geschafft, hier aus dem Auge zu verlieren, dass wir finanziell in eine Krise tappen. Und jetzt müssen wir irgendwie 5000 Credits beischaffen, dass wir hier oben ein Transportzentrum bauen können. Und wenn wir das haben, dann läuft alles wieder wie geschmiert und von selbst. Und dann brauchen wir uns da auch keine Sorgen mehr machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir noch eine ganze Zeit lang hier oben Konserven einkaufen müssen, dass die Bevölkerung nicht randaliert. So, zumindest haben wir mal 1000 Credits wieder auf der Seite und wir machen 417 plus. Das ist ja schon mal ein kleiner Anfang. Ich finde das gut. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, dass hier steht im Lager. Weil also die ganze Zeit ist es so, ich frage mich halt, wenn ich einen Überschuss habe von plus 20 oder irgendwas. Wie viel habe ich denn eigentlich im Lager? Ich sehe hier nämlich ja nicht die Lagerbestände. Ich sehe hier ja eigentlich nur, wie viel ich pro Tick oder pro Tag oder pro Runde oder keine Ahnung, was die hier zählen. Was ich in dieser Zeit eben an Minus oder an Plus mache. Was ich hier ja nicht sehe, auf den ersten Blick, ist, was habe ich im Lager? Das sehen wir jetzt glücklicherweise auch. So, wir kämpfen jetzt darum mit dem Händler. Leben und leben lassen, das ist mein Motto. Oh, jetzt wird der auch noch teurer. Das finde ich natürlich ziemlich uncool. Also sehe ich das gerade richtig, dass ich, wenn ich... Ist so viel besser, wenn man sich zurücklehnt. Ach, Scheiße, er hat nur noch 37. Du weißt, wie man handelt. Ja, die kaufen wir auch alle. Ist mir jetzt völlig schnuppe. Dann haben wir 45 auf Lager. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen hier irgendwie was, was uns hilft. So, wir haben sie Beschützer an. Uns fehlen immer noch 2 Leute, dass wir in die nächste Stufe kommen. Aber wir können die nirgendwo bauen. Es sei denn, wir bauen hier unten welche. Oder hier drüben welche. Ja, hier können wir noch welche bauen. Da ist auch noch Wärme. Jetzt haben wir 49, 50. Die Personalanforderungen für die Docks ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. So, jetzt könnte ich das hier ausbauen. Was braucht das? 6 Metallschaum. Das Klima. Die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr kratze. Warnung. Klimastabilisatorennetzwerk erzeugt Wetteranomalien.
Externe Manipulation entdeckt. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Sie sind dafür verantwortlich. Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbiter Watch durch. Oder zerstören Sie sie, wenn Sie müssen. Ja, und das ist jetzt das Optionale am Kampf. Ja, erzielen Sie einen Sieg im Krisensektor. Das ist eine Kampfmission. Oder erreichen Sie die nächste Firmenstufe. So, jetzt können wir mal reingucken, was wir bräuchten. Wir brauchen noch ca. 100 Arbeiter, dann haben wir die nächste Firmenstufe erreicht und dann hätten wir die Mission auch geschafft. Da brauchen wir keine Kampfmission für zu machen. Es ist natürlich so, dass wir diese Ressource hier oben, dieses Petrochemikalien, die brauchen wir für die Aufwertung. Und wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Die brauchen wir für die Aufwertung von Gebäuden, also zum Beispiel hier vom Fischfang. Brauche ich Petrochemikalien, glaube ich. Na, irgendwo habe ich es doch. Genau, hier. Da brauchen wir 5 Petrochemikalien für, wenn wir mehr Fischfang erzeugen wollen aus dieser Fischerei. Und an die kommen wir natürlich am einfachsten ran, indem wir eben diese Mission machen, da rumschippern und Schiffe zerstören. Wir können allerdings auch einfach dafür sorgen, und das werde ich jetzt mal versuchen, weil das habe ich nämlich in meinem privaten Spielstand auch noch nicht hinbekommen. Dass wir die nächste Firmenstufe erreichen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Bin ich mal gespannt, ob wir das Ganze hinkriegen. Mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei... ist nicht so seins, ist aber auch ehrlich gesagt nicht so meins. Deshalb versuchen wir hier mal eine friedliche Lösung oder eine nicht kriegerische Lösung, indem wir einfach versuchen, ein Level-Up hinzukriegen mit unserem ganzen Krams. Allerdings, wir sparen momentan, das ist halt momentan so ein bisschen, also eigentlich müsste ich jetzt auch ins Kriegsgebiet gehen, weil wir brauchen 5000 Credits. Wir machen zwar 471 plus, ist also nicht so das Problem, wir sollten früher oder später 5000 zusammen haben. Aber ohne den Transport wird das hier verdammt eng hier oben. Und vor allem dauert es ewig lang, bis wir die 5000 zusammengespart haben. Interessant finde ich, wir können jetzt durch den Bau, glaube ich, nicht Schulden machen. Also wenn ich da jetzt draufklicke, baut er das, glaube ich, nicht. Ja. Weigert er sich, das zu bauen. Wenn ich allerdings ins Minus gehe, dann nimmt er mir einen Kredit auf. Dann habe ich auf einen Schlag plötzlich wieder 100.000, kann wieder drauf losbauen und zahle natürlich dann dafür auch Zinsen. Aber ich finde das halt insofern blöd. Ich kann jetzt nicht weiterbauen und ins Minus gehen. Wenn ich aber ins Minus gehe durch meine Nicht-Einnahmen, durch Steuern, dann kriege ich einen Haufen Kohle in Popo geblasen und kann meine Schulden abbauen dann über die Zeit mit positiven Einnahmen. Und das finde ich dann halt schon ein bisschen doof in der Hinsicht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich das jetzt bauen könnte, wäre ich viele Probleme los. Und ich würde die Schulden auch abbezahlen können. Und ich hätte vielleicht so 2.000 oder 3.000 Credits Miese. Wenn ich erst Minus machen muss, dann kriege ich einen Kredit, mache aber immer noch Minus. Muss ich erstmal umbauen, ausbauen, hin und her bauen, kreuz und quer bauen. In der Hoffnung, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und das finde ich ein bisschen... Also wenn sie mir eh schon Kredite geben und ich nicht pleite gehen kann, dann könnte man mir auch Kredite geben, um weiter auszubauen. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Ja? Und es ist halt jetzt ein bisschen nervig. Das ist aber ein Managementfehler von mir. Ich habe es einfach verpeilt. Ich habe nicht die wichtigen Dinge zuerst gebaut. Ich habe Kohle verdummt. Und habe miese gemacht am Anfang. Und habe dann gemerkt, oh, ich mache Miese, habe dann Städte ausgebaut, was Geld gekostet hat. Jetzt haben wir zwar wieder plus Einnahmen, aber es hat mich meine ganzen restlichen Ressourcen gekostet an Geld. Ich könnte eigentlich auch hingehen und könnte Rohstoffe verkaufen.
Also ich meine, das geht ja. Ich kann hier hingehen, kann eine Transferroute aufmachen. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat irgendwo. Und kann zum Beispiel sagen, okay, oh Gott, wir machen hier minus 7 Reis. Das ist auch toll. Minus 1 Wasser. Es ist einfach herrlich. Wir machen nirgendwo Plus. So, hier könnten wir zum Beispiel 4 Vitamintrinks, die wir Plus machen, könnten wir nutzen, könnten die verkaufen und würden 40 bekommen. Ja, also ich wähle die Ware aus, Ausgangssektor, Zielsektor, und jetzt haben wir ein Problem. Der Transport kostet mich 200 Credits. Das steht hier. Das heißt, ich kann hier 20 Stück verschicken, kostet mich 200 Credits. 20 Stück würden mich hier ins Minus bringen, davon mal ab, aber ich würde immer noch kein Plus machen, weil ich kriege ja nur 10. Credits hierfür sind ja auch nichts anderes wie 200, also im Endeffekt mache ich 0 auf 0 und die Produktion kostet mich ja auch noch Geld, also im Endeffekt ist das eine Nullnummer. Diese Vitamintrinks, die brauchen wir auch hier oben. Das ist also auch nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, okay, die verkaufen wir. Weil ich muss die eigentlich hier hoch transportieren. Aber ich kann die momentan nicht hier hoch transportieren, weil wir hier oben noch keinen Raumhafen ausgebaut haben. Ja, so viel mal zu der Erklärung. Aber ich kann diese verbleibenden Trinks... Upsa, habe ich da jetzt die falschen gewählt? Moment. Ich kann aber diese verbleibenden Trinks, kann ich hier hoch transportieren und kann hier oben meine Bevölkerung damit glücklich machen und die dann entsprechend zu einem besseren Wachstum bewegen. Denn auch die haben hier die Vitamintrinks als Anforderung. Und wir brauchen davon 2, wie es aussieht. Und da sind 0 von 2 vorhanden. Und die können wir hier oben auch nicht produzieren. Ja, wir können hier oben im ewigen Eis können wir kein Obst anbauen und Vitamintrinks produzieren. Die müssen wir also im gemäßigten Gebiet anbauen und produzieren, um sie dann da hoch zu exportieren. Kostet mich allerdings auch über die Raumhäfen 200 Credits. Und wir verdienen ja gerade mal 471. Und so langsam bewegen wir uns auf die Grenze zu, dass wir hier unseren Transport aufbauen können. Und das war eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Quatscherei, das so ein bisschen zu überbrücken, dass wir das schaffen, eventuell hier unseren Transport dann aufzubauen. Das würde ich nämlich gerne noch hier in dem Video machen, auch wenn mir die Zeit langsam knapp wird. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit warten darauf, dass wir Geld bekommen, um dann zu sagen, und in der nächsten Folge warten wir weiter, bis wir das Geld zusammen haben. Ich will das heute hier zum Abschluss bringen. Ich will da jetzt die Lösung für meinen Transport noch hinkriegen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge wieder darum kümmern, ja, weiter auszubauen und dann entsprechend andere Probleme zu lösen, die wir haben. Wir müssen zum Beispiel noch über 100 Arbeiter anheuern, die uns dann auch wieder mehr Einnahmen bringen. Das machen wir am besten im gemäßigten Gebiet, da können wir nämlich bauen, wo wir wollen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir ein Level Up, da kriegen wir auch Geld. So ist es also nicht, da kriegen wir sogar Geld für unser Level Up. Und, oh super, jetzt haben wir das nächste Problem. Es wird immer besser. Die Systeme sind die halbe Miete. Das ist genial. Ich tapp's von einer Falle in die nächste. Jetzt haben wir ein Stromproblem, weil das Ding hier 100 Strom frisst und wir haben jetzt minus 35 Strom. Es ist gigantisch. So, wie produziert man hier Strom mit Geothermie? Warnung. Kostet aber auch nur 2000. Es ist einfach, ich hab's irgendwo, habe ich die Kurve falsch gekriegt. Gut, wir spielen auch hier auf schwer, nicht auf schwer, auf fortgeschritten, muss ich dazu sagen. Meinen privaten Spielstand spiele ich ja momentan auf Standard. Und auf Standard nimmst du mehr Geld ein. Deshalb kann man dort auch leichter und schneller ausbauen. Das ist vielleicht auch ein Fehler, dass ich dann hier auf fortgeschritten spiele. Aber wir kriegen das schon hin. Ich bin da guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Und wir werden das schon schaffen, dass wir hier am Ende Geld verdienen. So, wir sorgen mal dafür, dass wir wieder ein bisschen mehr Asche verdienen, indem wir mal wieder ein paar Gebäude hier aus dem Boden stampfen, die wir dann nicht an Straßen anschließen können. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Es ist ein echtes Highlight, oder? Also ich schaff's aber auch irgendwie immer wieder.
dass ich die Straßen nicht bezahlen kann, um mein Gebäude anzuschließen. Irgendwas läuft bei mir gerade falsch. Muss ich nochmal überdenken. Ist jetzt ein langer Part und ich habe mich da auch ziemlich verfranst in meine Warterei auf Geld. Sollte eigentlich nicht Sinn und Zweck meines Let's Plays werden. Gebe ich offen zu. Und das alles, ich habe einen Fehler gemacht. Und das zieht diesen Rattenschwanz hinter sich her. Kriegen wir aber auch noch gelöst. Bin ich fest von überzeugt. Früher oder später haben wir das Problem gelöst. Und dann geht es hier ganz schnell, ganz flugs, ganz gut weiter. So, jetzt kommen. Jetzt verdienen wir noch diese 40 Credits. So schwer kann das nicht sein. Dann kann ich die Straße bauen. Dann können wir das Ganze für heute beenden. So, Straße gebaut. Dann können wir das Ganze für heute beenden. Und ja, wir machen leichtes Plus. Es ist nicht die Welt, wir machen leichtes Plus und das wird uns auf Dauer aber helfen, dass wir hier wieder ins Positive kommen, dass wir gut Geld verdienen und dass wir unsere Sektoren hier weiter ausbauen. Das nächste, was ansteht, hier unten brauchen wir, glaube ich, ein... Ja, hier unten, na, wie heißt es? Brauchen wir ein Informationszentrum, wir brauchen hier unten noch Biokost, da haben wir einen Mangel dran und dann müssen wir da hoch exportieren und da oben weiter ausbauen. Da oben haben wir einen Energiemangel von minus 35. Also, auf uns warten hier einige Baustellen, die wir in der nächsten Folge angehen können. Ich bin aber erstmal raus, sage danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mich hier auch kurz vorm Scheitern zu sehen, weil so leicht ist das alles gar nicht. Wenn man ein bisschen einen Überblick verliert, einmal ganz kurz kann man das alles an die Wand fahren. Wir brauchen dringend ein Level Up, da gibt es nämlich auch wieder Geld, deshalb brauchen wir Bürger und so weiter und so fort. Wir werden das Ganze in Angriff nehmen in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.